Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video bei ATC.tv. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und endlich geht es wieder los jetzt mit Videoreihen und verschiedenen Videothemen. Ich hatte ja im letzten Video kurz angesprochen, warum das Ganze jetzt ein bisschen länger gedauert hatte, bis es endlich weitergeht. Aber jetzt im neuen Jahr, da starten wir wieder voll durch. Und ich möchte heute direkt mal mit einem sehr signifikanten Thema anfangen, das uns auch durch das Jahr über ein bisschen begleiten wird. Und das ist das Thema Nachhaltigkeit im Luftverkehr. Das ist gerade in Zeiten des Klimawandels natürlich ein sehr wichtiger Punkt und den sollte man auch nicht ignorieren und auch nicht übersehen. Und viele von euch haben dazu auch Fragen gestellt und das Ganze möchte ich jetzt ein bisschen aufarbeiten. Erstmal in so einem kleinen Intro-Video heute zum Thema Nachhaltigkeit und möchte euch da einige Punkte vorstellen, wie das Ganze von Piloten, Hersteller und Lotsenseite aus optimiert werden kann. Ja, der Luftverkehr nimmt seit Jahrzehnten stetig zu, wie das allgemein bekannt ist. Allerdings, was nicht so häufig erwähnt wird, ist, dass dabei die CO2-Emissionen stetig sinken. Und das weist ja offensichtlich darauf hin, dass immer mehr daran gearbeitet wird, dass CO2-neutraler und klimafreundlicher geflogen wird. Und im Jahr 2016 zum Beispiel lag der Anteil von CO2-Emissionen des Luftverkehrs weltweit nur noch bei 2,83% und Tendenz sinkend. Wir fangen mal direkt dabei an, wie wir Lotsen bzw. Lotsen-Azubis daran arbeiten können, dass Flugzeuge weniger CO2 verbrauchen. Wir können ja schlecht nach oben auf einmal steigen und die Schubhebel rausnehmen. Nein, das machen wir nicht, aber wir können Flugzeuge direkt fliegen lassen. Ich hatte das vor einigen Monaten, glaube ich, mal im Fluglotsen-ABC unter dem Buchstaben D, Directs, angesprochen. Und das bedeutet kurz gesagt, dass wenn ein Flugzeug von A über B und C nach D fliegt, wir es direkt drehen können. Das heißt, wir können es vom Punkt A zum Beispiel direkt zum Punkt D drehen, weil den Punkt B und C gar nicht mehr abfliegen muss und somit eine größere Strecke hat und dementsprechend natürlich auch weniger Treibstoff verbraucht. Flugzeuge können wir direkt drehen, wenn sie entweder als Prop-Jets, also als Propellerflieger, eine Höhe von 3000 Fuß über Grund passieren und dabei auch die vorgeschriebene Mindesthöhe in dem Bereich passiert haben, dann können wir sie direkt drehen. Und Düsenflugzeuge können wir ab 5000 Fuß über Grund, wenn das übereinstimmt mit der Mindestsicherheitshöhe in dem Bereich, direkt drehen und fliegen lassen. 737, die hat 5000 Fuß innerhalb von 2 Minuten erreicht nach dem Start. Und deswegen kann man da sehr gut mit arbeiten und schon ganz früh, wenn man sieht, dass der Flieger jetzt kommt, direkt schon beim nächsten Sektor anrufen und fragen, okay, wir wollen den da und da zu dem Punkt drehen, klappt das? Und da tun wir dann unseren Teil dazu bei und geben unser Bestes, dass das für jedes Flugzeug möglich gemacht wird. Ein zweiter Player bei dem ganzen Geschehen ist natürlich der Flughafenbetreiber jeweils. Also zum Beispiel bei Frankfurt ist es die Fraport AG. Und die kann natürlich auch ihren Teil dazu beitragen, dass CO2-neutraler gearbeitet wird. Weltweit zum Beispiel wurden von 2010 bis 2018, das heißt innerhalb von nur 8 Jahren, der Anteil an CO2-Emissionen am Boden um 24% gesenkt. Das liegt zum einen an klimafreundlichen Innovationen und vor allem auch an optimierten Bodenprozessen. Natürlich verbrauchen auch die Fahrzeuge, die für die Luftfahrt zuständig sind, am Boden auch CO2-Emissionen, die da dann in diese Statistik, die ich ganz am Anfang genannt habe, mit eingehen. Zum Beispiel durch Elektrofahrzeuge kann da CO2 gespart werden. Was mittlerweile auch oft praktiziert wird, ist, dass Flugzeuge von ihren Pushback-Fahrern, die das Flugzeug normalerweise nur von der Parkposition auf den Rollweg stoßen, komplett den Weg bis zur Runway, also bis zur Startbahn gebracht werden und die Flugzeuge dann da erst ihre Triebwerke anschalten. Das ist natürlich extrem klimafreundlich, weil wenn ganz viele Flugzeuge, die Millionen Flugzeuge, die am Tag starten, das machen, dann kommt man da schon auf ewig viele tausende Tonnen Kerosin, die da am Tag gespart werden. Und das ist ein Prozess, der immer öfter vorkommt und der immer öfter von den Flughafenbetreibern verwendet wird. Und dementsprechend sind die da auch in der Verantwortung. Als weiterer Player kommt die DFS als Firma hinzu. Wir haben ja jetzt gerade von den Fluglotsen gesprochen, was die machen können. Die DFS hat ja aber noch ganz viele weitere Mitarbeiter, nicht nur Fluglotsen, und ist in ganz vielen weiteren Prozessen arrangiert. Nicht nur in der Fliegerei direkt, sondern sie müssen ja auch ihre eigenen Gebäude mit Strom unterhalten, mit Wasser. Und das wird kontinuierlich klimafreundlicher bei der DFS gemacht. Zum Beispiel am Campus bei uns in Langen, wo wir die Ausbildung hatten, wird der Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien gewonnen. Zusätzlich hat die DFS ihr eigenes Blockheizkraftwerk am Campus stehen, mit dem sie eigenständig Energie versorgt und sogar nicht nur den Campus dort versorgt,
sondern auch einen Teil an die Stadtwerke Lang abgibt, womit dann Haushalte versorgt werden, weil die DFS da natürlich sehr klimafreundlich Strom produzieren kann. Bei der Akademie zum Beispiel wird das durch Solaranlagen auf den Dächern der Akademie erzeugt. Um den Verbrauch von Strom, Wasser und Abfall an den einzelnen Standorten und Niederlassungen kontinuierlich zu reduzieren. Weitere Player in dem ganzen Prozess sind zum Beispiel die deutschen Airlines. Die investieren aktuell bis zu 42 Milliarden Euro jährlich in 210 klimafreundlichere Flugzeugmodelle. Das bedeutet neue Flugzeuge, die sie kaufen und die einen Treibstoffbedarf von weniger als 75% des Vorgängermodells haben. Das bedeutet, dass da über 25% des Treibstoffbedarfs zum Teil eingespart wird. Ein Vorreiter ist da zum Beispiel die Boeing 737 MAX, die ja momentan leider nicht fliegen kann. Allerdings ist die ein Flugzeug, das sehr klimafreundlich unterwegs ist. Das gleiche geht für die ganze Neo-Familie von Airbus, also der A320, A321, A330 Neo. Auch Langstreckenflugzeuge, die jetzt gerade die Spitzenreiter am Markt sind, wie die 787, also der Dreamliner und der Airbus A350, die kontinuierlich den Treibstoffbedarf senken. Das sind Sachen, die zum Beispiel TUI Fly Deutschland hat jetzt zwei Dreamliner, also zwei 787 für die Langstrecke in Düsseldorf stationiert. Und mit der 787 hat man da echt ein Flugzeug gefunden, mit dem man sehr viel Treibstoff einsparen kann. Und die deutschen Airlines sind da auch Vorreiter, wenn es darum geht, klimafreundlichere Flugzeuge zu arrangieren. Lufthansa zum Beispiel besorgt sich momentan einen A320 Neo nach dem anderen. Und da sind Flugzeugbetreiber auch hinterher natürlich. Also dementsprechend hier die Airlines, dass ihre Flugzeuge weniger Sprit verkaufen, weil sich das im Endeffekt ja auch positiv auf die Wirtschaftsbilanz der Airlines auswirken kann. Der letzte Aspekt, den ich hier ansprechen möchte, ist so ein bisschen die Kooperation also zwischen Airlines, der Flugsicherung und den Flughäfen. Ein Beispiel sind 30 neue Anflugverfahren, die in den letzten Jahren an den Flughäfen wie Berlin-Tegel oder Genf praktiziert wurden. Man spricht hier von einem sogenannten Continuous Descent Operation, CDO. Continuous Descent bedeutet also kontinuierlicher Sinkflug. Das heißt, dass die Flugzeuge nicht erst 5000 Fuß sinken, dann wieder Schub aufbauen müssen, um wieder vorwärts zu fliegen und dann weiter sinken, sondern dass die Flugzeuge ab einem bestimmten Punkt, der kalkuliert wurde, dann kontinuierlich quasi bis sie das Instrumentlandesystem abfangen und dann bis zur Runway hin, bis zur Landebahn einfach komplett sinken und mit ganz geringer Triebwerksleistung das Vertikalprofil abfliegen zu können und somit extrem viel Sprit sparen bei diesen Operations. Deswegen versuchen wir den Flugzeugen auch zum Beispiel, wie gesagt, immer diesen kontinuierlichen Descent, aber auch einen kontinuierlichen Climb nach dem Takeoff zu ermöglichen. Denn bekanntlicherweise ist der Verbrauch in höheren Höhen natürlich geringer, als je näher man am Boden ist. Dementsprechend versuchen wir dann Flugzeuge, die im Anflug sind, zum Beispiel ein bisschen in andere Richtungen zu verlagern, damit dann diese anderen Flugzeuge, die gestartet sind, kontinuierlich steigen können und so schnell wie möglich, so hoch wie möglich kommen können. Warum jetzt 30 Anflugverfahren? Naja, das liegt daran, dass die Verfahren auch an die meist vorkommenden Flugzeugtypen angepasst sind. Das heißt, ein Airbus A320 hat zum Beispiel ein anderes Continuous Descent mit seinen Triebwerken als eine Boeing. Und dementsprechend ist das da zum Teil angepasst an die einzelnen Flugzeugmuster, damit für jedes individuelle Flugzeug dann der optimale vertikale Anflugwinkel gefunden werden kann. Und somit dann auch die CO2-Emissionen individuell an die einzelnen Flugzeugtypen angepasst werden kann. Das ist sehr aufwendig, aber lohnt sich im Endeffekt natürlich und wird an vielen Flughäfen schon praktiziert. Es gibt zum Beispiel auch das Prinzip, in Leipzig wurde das mal einige Jahre getestet, nämlich dass Flugzeuge quasi sinken. Während sie sinken, fliegen sie auf einen Halbkreis, der quasi im 90-Grad-Winkel zur Landebahn verläuft. Dann können die Flugzeuge, sobald der Weg frei ist, weit abdrehen und direkt kontinuierlich weiter sinken, bis sie dann die Landebahn erreichen, sodass sie nicht quasi erst leveln müssen, also gerade wieder fliegen müssen und Schleifen fliegen. Und das sind so Prinzipien, die immer wieder ausprobiert werden an verschiedenen Flughäfen, zum Großteil an vielen Flughäfen auch schon in bestimmten Auslegungen etabliert sind. Gerade wenn nicht so viel los ist, kann das nützlich sein, weil dann natürlich schnellere Sinkflugprofile ermöglicht werden können, als wenn viel los ist. Ihr seht, es gibt verschiedenste Prozesse und verschiedenste Arten, auf denen die verschiedenen Player, die da mitwirken in der Luftfahrt, Einfluss nehmen können auf die CO2-Emissionen eines Flugzeuges. Und ich möchte auch immer wieder mal in diesem Jahr auf verschiedenste Prozesse und Einführungen, die
praktiziert werden, eingehen. Ich hoffe, dass ihr in dem Video einiges lernen konntet. Wenn ihr Fragen habt, immer in die Kommentare damit. Und jetzt folgt wie gewohnt auch das Fluglotsen-ABC. Und heute geht es um den Buchstaben Quebec, also Q. Und dazu habe ich mir das Wort QNH rausgesucht, also QNH. QNH ist der Ausdruck für den lokalen Luftdruck, der an einem bestimmten Ort der Luft herrscht. Okay, warum nehme ich so einen komplexen Begriff? Das liegt daran, dass der QNH für uns sehr relevant ist zum Staffeln von Flugzeugen. Ich habe ja schon mal erzählt, dass man vertikal immer 1000 Fuß zwischen Flugzeugen braucht. Und diese 1000 Fuß, inwiefern, in welchen Höhen die gegeben sind, das hängt vom lokalen Luftdruck ab. Das ist ein Wert, der sich in Deutschland meistens so zwischen 980 und 1040 Hektopascal bewegt. Das ist die Einheit Hektopascal. Und beschreibt, wie viel Masse Luft pro Kubikmeter in der Luft vorhanden sind. Es gibt einen Standardluftdruck weltweit, der von der ICAO, von der International Civil Aviation Organization, vorgeschrieben ist. Der liegt bei 1013,25 Hektopascal und von diesem gehen wir aus. Und abhängig vom lokalen Luftdruck können wir dann immer nur in verschiedenen Höhen vertikal staffeln, wenn ein bestimmter Luftdruck vorherrscht. Und dementsprechend arbeiten wir tagtäglich gerade im An- und Abflugbereich mit dem QNH. Und der ist sehr relevant, weil ein QNH, also ein Hektopascal-Unterschied, da sagt man als Faustregel, das macht ungefähr 30 Fuß aus. Und wenn man einem Piloten zum Beispiel ein QNH gibt, was um 3 Hektopascal sich vom eigentlichen QNH unterscheidet, ist er einfach mal vielleicht 100 Fuß tiefer, als er denkt. Und dementsprechend kann das gerade in niedrigen Höhen sehr gefährlich werden, wenn wir mit wenigen 100 Fuß nur zum Boden dann staffeln. Und dementsprechend ist es immer wichtig, dem Piloten das aktuelle QNH mitzugeben. Der dreht das dann in seinen Computer ein, in seinen Bordcomputer, und somit fliegt dann das Flugzeug auf diese quasi vorgegebene Druckfläche von dem aktuellen QNH, der herrscht. Alle Flugzeuge in der Umgebung werden auf dem gleichen QNH geflogen. Das bedeutet, dass alle quasi den gleichen Abstand zum Boden und somit auch diese 1000 Fuß zueinander immer haben. Ich hoffe, dass ich euch den Begriff ein bisschen verständlich machen könnte. Ich wollte ihn auch nochmal mit einbringen, weil er, wie gesagt, absolut relevant ist in unserem tagtäglichen Business. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr Fragen habt, oder schreibt mich direkt an. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif.